Muskel- und Skeletterkrankungen wie etwa Rheuma, aber auch Nacken- oder Rückenschmerzen gehören in Österreich zu den häufigsten Beschwerden und sind auch die dritthäufigste Diagnose im Rahmen von Krankenhausentlassungen. Weil statistische Auswertungen zu diesem Thema aber kaum vorhanden sind, hat Verena Kollmann in ihrer Masterarbeit eine Datenanalyse erstellt. Denn bisher waren viele Fragen in diesem Bereich offen. Es ist also nicht klar gewesen, wie viele Patienten und Patientinnen mit Muskel- und Skeletterkrankungen an Schmerzen leiden und ob zum Beispiel einzelne Altersgruppen besonders häufig davon betroffen sind. Weil solche Daten aber speziell für Pflegepersonal im Spital, aber auch für weiterführende Behandlungen nach einem Krankenhausaufenthalt wesentlich sind, wertet Verena Kollmann tausende Entlassungsdiagnosen aus und findet unter anderem heraus, dass es, anders als bisher angenommen, nicht vor allem ältere und besonders pflegebedürftige Personen sind, die am häufigsten von Schmerzen durch Muskel- und Skeletterkrankungen betroffen sind, sondern dass das Gegenteil zutrifft. Das heißt, dass jüngere Patienten häufiger an Schmerzen leiden als ältere und dass selbstständige oder weniger pflegebedürftige Menschen häufiger an Schmerzen leiden als pflegebedürftigere. Eine Erkenntnis, die für künftige Behandlungspläne und Schmerzmanagementprozesse ebenso relevant ist, wie etwa für Kostenkalkulationen im Bereich ambulanter und stationärer Krankenhausaufenthalte und als Basis weiterer Forschungsarbeiten. Jetzt nochmal ganz dezidiert hinzuschauen, was könnten da Gründe sein? Geht es da um ein Schmerzassessment, geht es um eine Schmerzeinstellung oder geht es da um ganz spezifische Arten von Muskel- und Skeletterkrankungen? Also das wäre so einmal, würde ich sagen, für die wissenschaftliche Perspektive ein Punkt, den diese Arbeit sicher hervorgebracht hat.